und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Eastward. Ich will hier jetzt unbedingt weitermachen. So, wir müssen jetzt noch zu dem... Wir haben jetzt gerade ein Spiel gespielt in der letzten Folge. Wir kommen mir irgendwie bekannt vor. Kann ich mit dir reden? Nicht die beste Zeit, um ein Kind herzubringen, findest du nicht auch? Sam sollte zu Hause sein und Abendbrot essen. Ich habe Hunger, John. Siehst du, du musst dich besser um sie kümmern. Okay, sorry. Es tut mir leid. Muss darüber. Ich wollte das ja eigentlich jetzt noch machen. Wahrscheinlich erst morgen. Ich gehe mal schlafen. Hier überall Regenschirme. Das weiß ich nicht. Das ist für Speicher. Du kannst hier deine Erinnerungen verwalten. Aber wenn du sie wieder herausnimmst, bist du dann wirklich noch du selbst? Deine Erinnerungen speichern? Speichern. Dass ich mal hier, dass wir das nicht nochmal machen müssen. So, kleines. Kannst du nicht kochen, John? Ausruhen? Ja. Ist jetzt morgen oder habe ich mich jetzt nur ausgeruht? Ich muss dann doch jetzt wieder nach oben. Es wirkt so, als wäre immer noch alles gleich. Ich muss da irgendwie rüber. Hier? Bei den Gleisen? Ja. Hier? Ich muss rauf. Hä? Ich geh jetzt hier nirgendwo lang. Stehen bleiben. Der Bürgermeister ruft sich geradeaus. Ach. Ich muss da aber irgendwie hin, oder? Okay, das heißt, ich kann hier nicht lang. Muss ich doch hier irgendwie. Wer bist du denn? Die Schule ist für heute geschlossen. Aha, ist ziemlich unheimlich da drin, wenn die Lichter aus sind. Ihr solltet lieber gehen. Okay. Ah, hier. Bei den Schienen einfach durchgehen. Hier ist garantiert auch irgendwas. Ich habe keine Pfanne. 25 Cent? Ah, das wird das sein, oder? Ja, das ist doch. Es gibt nichts, was ich nicht reparieren kann. Der repariert jetzt unsere schöne Pfanne. Ich bin... Masson, Masson, der Reparierer, Mann, diese Pfanne, genau solche wurde früher von mutigen Machern als Waffe genutzt. PUBG? Damit kann man auch leckere Dinge braten. Ah, Super Saiyajin! Jetzt hast du meine volle Aufmerksamkeit, Kleiner. Soll ich bei dieser Pfanne noch ein draufsetzen? Ja?
Mit Laservisier vielleicht? Mit Scope? Wunderbar. Ein echt Meisterstück. Ich würde sogar behaupten, dass das mein bestes Werk bisher ist. Oder zumindest eines davon. Hier. Gib diesen Sam Ullen Schmupfel damit einen auf die Mütze und enttäusch mich nicht, Junge. Na, was mal wieder? Ist eine Weile her, seit es jemand versucht hat. Wer hat zuletzt geschafft, war Hauptmann Tiger, richtig? Bin gespannt, was dieser Kerl darauf hat. Ist jedenfalls nicht einfach, das steht fest. Okay, was muss ich jetzt machen? Die Regeln sind einfach. Schlag die Frucht mit Wucht. Ich meine das Wuchtfrucht. Genau, nicht wahr? Das sollte ich patentieren lassen. Nicht schon wieder. Was zum Kuckuck soll eine Wuchtfrucht sein? Ist doch egal. Ich will sehen, welche Holz der Typ geschnitzt ist. Los, John, los! Wow! Ja, erster Versuch. John, du bist der talentierteste Fruchtschläger aller Zeiten. Tja, das ist wohl so, weil ich die Pfanne bearbeitet habe. Wunderbar, fantastisch. Du hast den Schlag voll drauf. Hihi, Schlag voll drauf. Ja, gut. Gefällt mir. Okay. Wieso nicht? Aber nur wenn man 5 ist oder so. Massons Ausdrucksweise ist immer wieder erstaunlich. Okay. Was du da in der Hand hältst, ist zu mehr Nutze als den Böswichten den Kopf abzuschlagen. Damit lässt sich auch wunderbar Essen zubereiten. Essen, lass uns nach Hause gehen und zu Abend essen, John. Ich habe Hunger. Hier. Ein Schmopfel wieder. Hm? Das ist die Frucht, die ihr gerade bearbeitet habt. Ist ein wenig matschig. Matschfrucht klingt lustig. Ach komm, ey. Gut, jetzt müssen wir nach Hause wieder. Ist hier vielleicht noch irgendwo etwas? Ab nach Hause. Ist das eine Er oder eine Sie? Ist das eine falsche Frage? Ich glaube, das war eine blöde Frage. Abendbrot, was gibt es heute zu essen?
eine Schmopfel. Sag bitte, das wird heute ein Schmopfel essen. Ja, Jon. Sie ist gut drauf. Ja, essen. Was? Ich muss das kochen? Kochen? Lol, okay, das ist genau mein Spiel. Schmopfel. Das sieht irgendwie wie bei Zelda aus, oder? Schmopfelpasta gibt es heute. Da gibt es relativ viel zu kochen. Habt ihr das gesehen? Ah. Ich gehe morgen zur Schule. Carota hat gesagt, dass es in der Schule einen richtigen Schulhof gibt. Aber ich bin nicht Blaues, sondern ich will nichts Blaues und auch nichts Grünes. Der Bürgermeister sagt, dass das alles nicht stimmt. Aber John, ich weiß, dass es echt ist. Ich habe es gesehen, John. Über was redet sie gerade? Ja? Gruselig? Hallo? Fortschritt speichern, bestätigen. Fortfahren? Ja. Natürlich. 1, Kapitel 1. Es geht aufwärts. Okay. John, wach auf, John. Ich muss heute zur Schule. Beeil dich, John. Heute gehe ich im Carota und den anderen zur Schule. Ja, ich gehe zur Schule. Ich werde an der Tür auf dich. Die stündlichen Schmortopfinseln-Nachrichten? Schmortopfinseln-Nachrichten. Okay, hier kann ich nichts machen. Aber wir gehen jetzt in die Schule. Kann ich die Briefkästen suchen? Nein. Toiletten? Ah! Besetzt! Okay. Aufmachen. Gehört sich so. Ruhe. Okay. Lästige Görn. Was ist denn er für einer? Du da, bleib stehen. Ich bin dein erster Tag in meiner Schule und
wer hat gesagt, dass du meine Schule besuchen darfst? Gesagt? Still! Ohne Empfehlungsschreiben besucht niemand meine Schule. Doch. Niemand betritt meine Schule ohne Empfehlungsschreiben. Ach komm, das Kind will nur lernen. Menno. Boah, dann gehen wir halt zum Bürgermeister. Ich hab so keinen Bock. Ihr wisst schon wieso. Weil ich die Bürgermeister-Boxershorts jetzt klauen werde. Na? Ist hier sonst noch irgendwas? Hier ist nichts. Da ist wieder eine Kiste. Stehen bleiben! Wir sind hier, um uns ein Empfehlungsschreiben vom Bürgermeister zu holen. Empfehlungsschreiben? Wie? Gut, das geht dann wohl in Ordnung. Wahnsinn, das Haus ist riesig. Der Bürgermeister muss super reich sein. Wer ist da? Oh, John, wie seid ihr beide hier reingekommen? Ja, wir sind einfach reingegangen. Schule? Wann habe ich was von Schulbesuch gesagt? Gestern in der Mina? Eine schabiges Kind wie du hat in der Schule nichts verloren. Boah, ich kann den Typ nicht ausstehen. Du musst dich irren. Sie wollte uns sehen, Herr Bürgermeister. Oh, kleine Sammy, was machst du noch hier? Solltest du nicht in der Schule sein? Sieh einer an. Schwänzt du etwa? Hattest du nicht versprochen, auf deinen Lehrer zu hören? Versprechen soll man nicht brechen. Waren Worte würden nie gebrochen. Diejenigen, die ihr Wort brechen, werden direkt zum alten Charon geschickt. Nicht wahr, der Bürgermeister? natürlich. Man sollte immer sein Wort halten. Lauft schnell zur Schule, kleiner, süßer Rechtachs. Aber ich brauche eine Empfehlung schreiben. Richtig, bitteschön. Verlier es nicht, sonst kannst du nicht rein. Ja! Empfehlung schreiben vom Bürgermeister. Dummkopf, Idiot! Was? Ich hole niemand erhält ohne meine Erlaubnis Zutritt. Geh mir aus dem Augen. Verdammt, wie gut, dass ich nicht da drin bin. Gut, Kleines. Jetzt kannst du schön in die Schule lernen. Hä, was für ein Loser wie dein Alter? Loser? Ach, nö. Jetzt wäre mir fast ein falsches Wort rausgerutscht. Hab ich gesagt, dass du mich ansehen darfst?
Wenn du kein Loser sein willst, musst du zur Opferfläche. Opferfläche? Wie dein verrückter Vater. Wie dein verrückter Vater. Zur Opferfläche meinst du damit die verbotene Laden bei der Mine? Ganz genau, und dann kehrt er nie wieder zurück. Boah. Hört auf damit. Da kommt noch jemand. Grantis. Das ist die Kleine, die John von der Straße aufgesammelt hat. Sie ist echt komisch. Und seht euch die Haare an. Warum sind die so weiß? Wie bei einer ollen Hexe. Olle Hexe, olle Hexe. Ihr solltet andere nicht ärgern. Ah ja. Ja, und was willst du dagegen tun? Der Bürgermeister ist Grantis Onkel. Oh Gott, ja, ich kann den schon nicht leiden, den Bürgermeister. Der Bürgermeister. Du willst doch nicht an seiner Stelle an die Opferfläche gehen, oder? Vielleicht schon. Dort oben gibt es nichts Schreckliches. Eigentlich ist es ganz schön dort oben. Blauer Himmel, grünes Gras. Was? Wer bist du? Das wirst du herausfinden eines Tages. Geh jetzt, dein Schicksal erwartet dich. Für wen hältst du dich eigentlich so mit mir zu reden? Du bist nicht weiter als ein Straßenköter. Hey, ihr zu Grantis redet mit dir. Was hast du gesagt? Spiel keine Rolle. Gehen wir. Ah, der Kleine. Der tut mir leid. Geht's? Du hast keine Angst vor ihnen? Natürlich nicht. Wieso sollte ich Angst haben? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt, ohne Empfehlungsschreiben. Ja, hier. Das Empfehlungsschreiben. Wie gewünscht. Keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber nun gut. Dann erhalt dich klug, junge Dame, und mach mir keine Ärger. John, ich gehe zur Schule, John. Ah, süß. Und jetzt gehe ich darüber. Okay. Das ist das Falsche, glaube ich, oder? Oder? Achso, da unten ist das Bürgermeisterhaus. Ich muss hier rüber. Weil hier waren wir ja schon. Oh. Verrückte Nacharbeit, was? Wie siehst aus? Willst du das Arbeitsleben auf der Farm ausprobieren? Sicher.
auf der Farm? Sieh einer an, wenn haben wir denn da ein neues Gesicht? Hey, krieg ich jetzt eine Farm? Ist das ein Farming-Game? Willkommen auf der Sonnenschein-Farm. Ziemlich warm hier, nicht wahr? Das liegt daran, dass die Farm direkt nach neben den alten Ruinen liegt. Dort soll es heißen, dem Dampf geben. Autsch. Aber das spielt keine Rolle, oder? Nee, du bist hier, um die wahre Stark der Schau zu sehen. Was habe ich jetzt gelesen? Das Herz und die Seele unserer Farm? Ah. Die Topfkrabben. Was mit ihrem Panzer stimmt, was nicht. Das sind keine Pflanzen, das sind Töpfe. Kapiert? Topfkrabben. Das ist der Schlüssel. Wir pflanzen die Samen der Schmöpfel in den Töpfen an. Dann stellen wir die Töpfe auf die Kappen. Auf die Krabben. Dadurch kennen die Kleinen vielleicht wie verrückt herum. Je schneller sie rennen, desto größer machen die Samen. Je schneller sie rennen, desto größer wachsen die Samen. Ah. Und wenn unser zehnbeinigen Freunde nicht mehr rennen können, nun, dann ist eine Mupfel frei. Man sieht es ihr vielleicht nicht an, aber das Gewicht dieser Frucht ist nicht ohne. Das gibt vor allem für diese Exemplar. Nur unsere starken Krabben können die Früchte mit den roten Blättern wachsen lassen. Letztendlich müssen die Fruchtchen in dieses Loch hier rein. Das ist alles. Wir sind für heute fertig, Jungs. Was passiert mit den Topfkrabben? Was willst du lieber nicht wissen? Okay. Okay. Ach. Okay. So. Okay. So. Okay. Okay.
weiter. Ach, Mist. So, komm. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Für einen Neuling wirst du echt gut. Hier ist dein Bezahlung für heute. 50 Salz, okay. Eigentlich ganz gut. Geht es um Großauge? Geht es um Großauge? Sein Vater ist dieser berüchtigte Phantast. Ich hab's vor meiner Mutter gehört. Er hat behauptet, dass er an der Oberfläche war. Er wollte, dass alle mit ihm dorthin ziehen. Also hat er Bürgermeister ihn zum Charon geschickt. Mit ihm sollte man sich wahrscheinlich besser nicht anlegen. Gib sie mir zurück. Er ist wirklich da drin. Oh, ist meine... Jetzt kriegt er Ärger. Das ist so gemein. Halt dich lieber raus, sonst ärgern sie dich auch. Ja, tut einfach so, als hättest du nichts gesehen. Ach, Kinder. Ja, und Leute, das war's auch schon wieder für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Lasst ein Like oder einen Kommentar da oder sonst irgendetwas. Macht einfach da oder unten. Ciao, ciao. Hab euch lieb. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, das gefällt euch.